Hi. Ich habe eine neue Tab aufgetrieben. Ich kenne so viele Outdoor-Stores. Genau, bei Trumans gekauft in Köln. www.trumans.de, einfach mal gucken. Die wiegt leichte 450 Gramm. Ist hier in so einem Sack drin. Ist von Miltech. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. 24,90. So, was steht da drauf? Miltech, Sturmhandels GmbH. 100% Nylon mit einem Polyurethan-Bezug. Die ist 2,60 m mal 1,70 m. So, ich habe das jetzt hier nicht ausgemessen. Ich habe hier schon mal eins von diesen Bungee-Cords gespannt. Ich werde mal auf die Schnelle zeigen, wie das dann schlussendlich aussieht. Da die jetzt in meinen EDC kommt, wenn ich im Wald bin, lasse ich den Beutel einfach zu Hause und benutze ihn für was anderes. Ja, zum Beispiel Heringe oder sowas, weil die werde ich dann in meine in die Wolldecke von der serbischen Armee einrollen. Dann nimmt die nicht ganz so viel Platz. So, wollen wir mal anfangen? Und jetzt kommt etwas, was ich gefunden habe, das wird sonst im Büro benutzt, um Dokumente zusammenzuhalten. Das hole ich mal gerade aus meinem Rucksack raus. Oh. Und das ist aus dem Teddy. 20 Papierklammern für 1 Euro. Und das benutze ich, um die Tab oben an der an den Bungee Cords zu befestigen. Ich hoffe, man kann es sehen. Weil ich will jetzt hier ein bisschen mehr, will das also nicht hier direkt vorne festmachen, sondern etwas überhängen, um den Regen auch, wenn der von vorne kommt, ein bisschen abzuleiten und ein bisschen um, wenn ich mir hier ein Lagerfeuer mache, Luft ein bisschen mehr nach unten wieder zu zirkulieren. So, die liefert, wenn diese Dinger so. Wer im Büro arbeitet, hat die mit Sicherheit schon mal gesehen. Man muss sie also hier umklappen. Und dann klemmt man die, kann man die so aufmachen und klemmt die zu. Die sind schon ziemlich stabil. Also praktisch auch eine Dackelgarage machen, sondern habe ich auch nicht das Problem, wenn der Wind weht, dass die ganze Zeit die Tab hin und her flattert oben drauf und vielleicht hier oben auf dem Seil sich zerreibt. Also 20 Stück für 1 Euro, das ist geschenkt. Da ich 20 Stück habe, kann ich damit auch sehr großzügig umgehen. Wenn man im Wald ist und sagen wir mal, ich hätte das in einem anderen Video mal gezeigt, von diesem Bungee-Seil oder Gummiseil, wie man es auch immer nennen mag. Muss ich da eine Wäscheleine
spannend, um seine Wäsche zu trocknen, falls man trotz Vorbereitung nass geworden ist, spannt man das auf und benutzt diese Dinge einfach als Wäscheklammer. 1 Euro, 20 Stück. So, und da ich keine Heringe dabei habe, würde ich mir jetzt welche selber machen. Ich nehme schon ein bisschen was von meinem Bungee-Seil. Mach das hier fest. Zwei ganz einfache Knoten. Hier mache ich mir eine Schlaufe rein. Das gleiche mache ich da drüben auch. So, jetzt mache ich mir wieder. Ich glaube nichts. Der hier, den habe ich schon gefunden. Kann ich mir eigentlich im Prinzip entweder spanne ich das nach hinten zum Baum, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Also auch hier zum Arbeiten oder wenn es nicht schmeckt, lege ich es einfach so hier drüber. Ja? Sodass ich darunter auch
bequem arbeiten kann. So, wenn es dann anfängt zu regnen, nehme ich meine improvisierten Ringe und drücke die einfach hier gleich rein. Und das war es eigentlich schon. So, wie gesagt, die ist von Miltec. Ich habe das noch hier liegen. Ich habe auch nicht hier liegen. Hatte ich ja vorhin gesagt, ich bin da vorgelesen. 2,60 Meter mal 1,70 Meter für 26 Euro. Oder 24,90 Euro. Für mich? Das hat Ding. Perfekt. So. Ich würde das mal wieder abspannen. So, da ich ja diese Klammern habe, ich muss immer hier drüber doppelt legen, sodass mir die Klappe nicht hinten runter. Und jetzt kommt dazu die Bundeswehrmatte. Was zeigen. Ich habe hier noch ein bisschen Überhang, den könnte ich ein bisschen weiter rüberziehen, um ein bisschen gegen Seitenwind zu schützen. Da ich aber weiß und mich hier auskenne, dass Wind und Regen meistens von hier kommen, habe ich das hier so aufgebaut. Jetzt kommen wir, kein Clips verlieren, damit die nicht teuer waren, die sind mir zu wertvoll. Und jetzt kommen wir, wie man so schön sagt, zur Bedroll. Übrigens auch hier hinten sind noch, ist noch eine Bespannung, also dass man die ein bisschen nach hinten spannen kann, was ich auch nicht schlecht finde. So könnte man die jetzt oben am Baum festbinden, sodass man hier mehr Platz hat. Ich lasse es aber mal so, für diese Demonstrationszwecke reicht das. So, wie gesagt, das ist, die ist aus gewalkter Schurwolle von der serbischen Armee. Und damit habe ich schon draußen geschlafen bei 10 Grad minus. Keine Probleme. So, hier habe ich dreifach gelegt, sodass ich mich dann auch darin einrollen kann. Im Prinzip. Ja. Und das war's. Von dem schnellen Aufbau meiner neuen Tarp für 25 Euro. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ich ärgere mich wirklich, dass ich das scheiß aufblasbare Kopfkissen vergessen habe. Nochmal. Chibo.
die verkaufen da die restlichen Sachen, die so nicht losgeworden sind in ihren Aktionen. Ja, 3 Euro. Jo, ich mache jetzt mal ein Nickerchen, wir haben ja schon Nachmittag hier. Großhofer Wald. Bin heute schon wieder um 3 Uhr heute Nacht aufgestanden. Am Montag muss man immer ein bisschen Gas geben. Ich mache jetzt mal ein Nickerchen. Dann mache ich nachher noch ein Video. Und koche mir was Schönes. Also, bis dann. Tschüss. Kommentare, Bewertungen und Subscriber werden gerne gesehen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Ach Leute, so kann man da nicht schlafen. Den muss ich euch wegknipsen.